Der Londonhammer, ein Artefakt, welches 135 Millionen Jahre alt sein soll. Stell dir mal bitte folgende Situation vor. Du gehst spazieren und entdeckst einen Stein, aus dem ein Stück Holz herausragt. Du hebst den Stein auf und spaltest ihn. Zum Vorschein kommt ein Hammer mit abgebrochenem Stiel. In diesem Stein. Und nun? Du weißt, dass Steine einige Millionen Jahre alt sind, aber wie kommt nun dieser Metallhammer in den Stein hinein? Muss die Menschheitsgeschichte neu geschrieben werden? Genau das ist im Jahre 1934 in der Nähe von London im Bundesstaat Texas, also nicht in England, geschehen. Im Juni 1934 stieß Max Hahn auf den Edward Plateau in der Nähe von London, Texas, in der Nähe eines Wasserfalls auf einen Brocken Gestein, der locker an einem Felsabsatz hing. Anderen Berichten zufolge war es Emma Hahn, die diesen Gesteinsbrocken bei einem Familienausflug fand. Max Hahn brach im Beisein seiner Familie mit Hammer und Meißel den Stein entzwei. Zu seiner Überraschung befand sich in dem Stein ein Hammerkopf. Um sicher zu sein, dass dieser Hammer tatsächlich aus Metall gefertigt worden war, machte er an einer Stelle mit einer Feile eine kleine Einkerbung. Hervor kam nun helles, glänzendes Eisen. Diese Kerbe ist auch heute noch zu sehen. Bemerkenswert ist allerdings, dass diese Stelle keinerlei Spuren von Rost aufweist. Max Hahn beschrieb den Hammer weiter folgendermaßen. Der Holzstiel des Hammers ist offensichtlich unten abgebrochen. Dies ist an der Struktur des unteren Endes zu sehen. Oben jedoch ist der Holzstiel, so wie es bei einem Hammer üblich ist, fachmännisch abgesägt worden. Das Holz ist versteinert, sehr hart und hat seine Struktur behalten. Der innere Teil des Holzstiels ist teilweise in Kohle umgewandelt. Eine solche Kombination von Verkohlung und Versteinerung ist einzigartig und wissenschaftlich nicht zu erklären. Für diese Art der Konservierung müssen zwei Prozesse abgelaufen sein. Für die Verkohlung des inneren Teils des Hammerstiels muss Feuer als Verursacher vorhanden gewesen sein. Und für die kristalline Versteinerung muss der Hammer sehr lange in fließendem Wasser gewesen sein. Diese Beschaffenheit des Hammerstiels belegt eindeutig ein sehr hohes Alter des Artefakts und eine Fälschung erscheint somit ausgeschlossen zu sein. Um es vorwegzunehmen, selbst Kritiker gehen hier nicht von einer Fälschung aus. Der Hammer selbst ist nur etwas größer als 15 cm und somit nicht als grobes Schlaggerät geeignet. Er muss eher für feinere Arbeiten angefertigt worden sein. Sehr interessant ist noch die ungewöhnliche Homogenität des Hammerkopfes, wie er sich später im Röntgenbild zeigte. Das verwendete Metall war sehr rein und es ließen sich keine Bläschen oder andere Einschlüsse finden. Selbst mit modernen Methoden ist es nicht möglich, einen vergleichbaren Hammer in vergleichbarer Reinheit aus Eisen herzustellen. Nach Informationen des Webseitenbetreibers zaptap.com waren vor ihm bisher nur Erich von Däniken und Michael Hesemann als deutsche Autoren in Glen Rose, wo dieser Hammer im Creation Evidence Museum Summerwell Country in Texas ausgestellt wird. Das Alter des Hammers von London wird auf ca. 135 Millionen Jahre geschätzt, welches sich aus dem Alter des Gebirges ergibt, aus dem der Fels des Lono Uplift besteht, in dessen unmittelbarer Umgebung der Hammer gefunden wurde. Der Hammer von London wurde von verschiedenen Instituten untersucht, beispielsweise von dem Battle Memorial Laboratory in Columbus. Das Ergebnis der Untersuchung war unglaublich. Die chemische Zusammensetzung des Hammerkopfes: 96,6% Eisen, 2,6% Chlor und 0,74% Schwefel. So reines Eisen kann heute nicht hergestellt werden. Daher nimmt man an, dass er nur von einer hochentwickelten Zivilisation stammen kann. Selbst mit heutiger Technik ist es nicht möglich, einen solchen Hammer herzustellen. Die Untersuchungsergebnisse beruhen auf die Analyse eines Elektronenmikroskops. Mithilfe von Röntgenstrahlen wurde festgestellt, dass es keine Fremdeinschlüsse im Hammerkopf gibt. Auf einem Teil des Hammerkopfes befindet sich ein Rest Felsgestein, der wie aufgeklebt und mit dem Metall verschmolzen ist. Dazu wären mindestens 2 Atmosphären Druck und das Fehlen von ultravioletter Strahlung nötig.
So etwas kommt in unserer heutigen Lufthölle gar nicht vor. Der versteinerte Stiel des Hammers ist sehr hart und in seiner Struktur erhalten. Das Alter von versteinertem Holz wird offiziell auf 100 bis 200 Millionen Jahre geschätzt. Die eingangs erwähnte eingeritzte Kerbe im Hammer weist keinerlei Rost auf. Es stellt sich die Frage, wer hat wann diesen Hammer hergestellt? Eine Fälschung ist ausgeschlossen. Den Hammer selbst könnte man eventuell aus einem Meteoriten hergestellt haben. Dies würde die Zusammensetzung des Metalls erklären. Aber es erklärt nicht, warum der Stiel versteinert ist und warum der Hammer in einem Stein gefunden wurde. Logisch wäre außerdem nur, dass es Menschen schon zur Zeit der Dinosaurier gab oder dass etwas mit der Datierung nicht stimmt. Die Lösung ist leider sehr unspektakulär. Der Autor der Seite zeptep.com hat das sehr schön recherchiert und zusammengetragen. Erstens, es wird behauptet, der Hammer wurde im Institut untersucht. Es existiert keine Altersbestimmung des Hammers. Die Finder und Besitzer des Hammers verweigerten eine Untersuchung. Eine C14-Untersuchung wurde sogar aktiv verhindert. Sehr interessant ist, dass eine Nachfrage des Autors der Internetseite www.zeptep.com ergab, dass eine metallurgische Institut des Battle Memorial Labors in Columbus, Ohio, den Hammer nie untersucht hat, obwohl dieses Institut immer als Quelle für das Alter angegeben wird. Der Autor hat explizit in diesem Institut angerufen und nachgefragt. Zweitens. Es wird behauptet, der Hammer würde aus reinem Eisen bestehen. Da keine Untersuchungen gemacht wurden, die dies zweifelsfrei feststellen können, kann auch die Zusammensetzung des Hammers nicht exakt bestimmt worden sein. Zur Untersuchung müsste man das Objekt leicht beschädigen, eine Probe chemisch auflösen, um die Zusammensetzung analysieren zu können. Doch das ist nie geschehen. Drittens, es wird immer behauptet, der Hammer wäre mindestens 135 Millionen Jahre alt. Es gibt, wie schon erwähnt, keine konkreten Untersuchungen und daher auch keine Ergebnisse. Das Alter wurde von dem umgebenden Gestein eines Felsens abgeleitet. Das ist aber falsch, da dieser Stein nachweislich nicht mit dem Felsen verbunden war. Es war ein Findling. Das Alter ist daher eine unseriöse Spekulation. Dass es eindeutig ein Findling ist, sieht man auch an seiner Struktur. Außerdem ist eine radiometrische Untersuchung des Sedimentgesteins gar nicht möglich, da Sand- oder Kalkstein gar nicht radiometrisch datiert werden können. Viertens, es wird behauptet, der Hammer wäre komplett von massiven Gestein umhüllt gewesen. Das ist richtig und es wird auch nicht angezweifelt. Das Mineral, in dem der Hammer eingebettet ist, ist kein Sandstein, wie manchmal fälschlicherweise berichtet wird, sondern Kalkstein. So wie Stalagmiten ein Objekt im Laufe der Zeit umschließen können, können auch gelöste Minerale ein Objekt, zum Beispiel diesen Hammer, umschließen, wenn das umgebende Gestein chemisch löslich ist. Dazu muss der Hammer nur günstig platziert sein. Die Geschwindigkeit, mit der der Hammer eingeschlossen wird, lässt sich an der Entwicklung von Bodenkalich, das ist eine Kalksteinart, nachweisen. Also ich habe solche Kalksteine auch schon mal in schäbigen Unterführungen gesehen und die waren auch keine 1000 Jahre alt. Kalkstein, in das der Hammer eingeschlossen war, kann sich durchaus innerhalb von 100 Jahren bilden. Dennoch offenbart dieser Fund eine wertvolle Erkenntnis. Der London Hammer ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie sich innerhalb von wenigen Jahrzehnten Kalksteingebilde formieren können. Jahrtausend oder Jahrmillionen sind dazu nicht nötig. Fünftens, es wird behauptet, der Stiel wäre versteinert. Die zum Beispiel von Zillmer erwähnte teilweise Versteinerung des Schaftholzes konnten andere, zum Beispiel Kuban, nicht nachvollziehen. Kuban, der den Hammer selbst in Augenschein genommen hat, konnte keine Versteinerung erkennen. Kuba kommt ebenso wie andere zu dem Schluss, dass das Schaftholz verhältnismäßig frisch aussieht und sich von modernen Harthölzern kaum unterscheidet. Sehr interessant ist, dass der Griff des Hammers mittlerweile geschrumpft ist. Das ist für einen versteinerten Holzgriff natürlich unmöglich.
Der originale Hammer liegt unter Verschluss und eine Untersuchung ist leider nur mit der Einwilligung des Besitzers möglich. Sechstens. Es wird behauptet, der Hammer rostet nicht. Augenzeugen berichteten teilweise etwas anderes, nämlich, dass der Hammer sehr wohl Rost aufweist. Siebtens. Die Herstellung solcher Hämmer gäbe es nicht. Selbst wenn die Herstellungstechnik eines solchen Stahls heute nicht mehr bekannt ist, ist eine Datierung in die vorsintflutliche Zeit nicht zielführend. Außerdem gleicht der Hammer solchen, wie sie im 19. Jahrhundert bei amerikanischen Bergleuten in Gebrauch waren. Eine Probe des Hammers wurde auch nie eindeutig untersucht, um die Zusammensetzung sicher zu klären. Zusammenfassung. Da tummeln sich Halbwahrheiten über den Fund des Hammers. Es ist schon ein Unterschied, ob es ein Findling ist oder ob so getan wird, als ob er aus einem uralten Felsen stammt. Es werden Untersuchungsergebnisse von Instituten veröffentlicht. Auf Nachfrage stellt sich jedoch heraus, dass diese Institute den Hammer nie untersucht haben. Eine eindeutige Untersuchung wird von den Findern des Hammers auch verhindert und so weiter. Eine nüchterne Beurteilung des Fundes kommt meiner Meinung nach zu folgendem Ergebnis. Der Hammer stammt vermutlich aus dem 19. Jahrhundert. Ein Bergarbeiter könnte ihn in einer Grube verloren haben. Lösliche Minerale führten dazu, dass der Hammer im Laufe der Zeit mit Kalkstein umschlossen wurde. Es bildet sich dann eine sogenannte Konkretion. Auch die Form des Hammers ist eindeutig in das 19. Jahrhundert zu datieren. Dennoch offenbart dieser Fund eine wertvolle Erkenntnis. Der London Hammer ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie sich innerhalb von wenigen Jahrzehnten Kalksteingebilde formieren können. Jahrtausende oder gar Jahrmillionen sind dazu nicht nötig. Die Steinart ist auch sehr entscheidend für das Alter und die Entstehung. Zunächst wurden hier auch andere Steinarten angegeben, welche für einen solchen Prozess extrem lange voraussetzen würden. Nur in Kalkstein kann so ein Einschluss auch innerhalb von wenigen Jahrzehnten passieren. So ein schönes Artefakt und dann so eine langweilige Auflösung. Tut mir echt leid. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Out of Place Artefakt. Es gibt ja noch mehr als genug davon. Also bis dann, macht's gut.